Tja, und was meinen die Deutschen zu dieser Mammut-Klimakonferenz, die jetzt ja gerade im Moment Halbzeit hat in Sharm el-Sheikh? Andrea Wolf weiß es von der Forschungsgruppe Wahlen. Herzlich willkommen bei uns. Willkommen. Sie haben für das Trendbarometer ja wieder das Ohr auf die Schiene gelegt. Was wir haben darüber denken, wie sieht es denn mit den Erwartungen aus der Deutschen? Also die Erwartungen bei dieser Weltklimakonferenz sind sehr gering. Wir haben gefragt, ob denn die Weltklimakonferenz für den Klimaschutz etwas erreichen wird. Und wir haben, was wir ganz selten haben, 0%, die sagen, es wird sehr viel erreicht werden. Nur 6% meinen viel. 67% sagen, da wird wenig erreicht für den Klimaschutz. 23% sagen überhaupt nichts. Das heißt, die ganz große Mehrheit, 90%, ist der Meinung, dass auf dieser Weltklimakonferenz nicht viel erreicht wird. Also ein sehr, sehr düsteres Bild. Ist das häufiger so bei Klimakonferenzen? Sie haben ja schon früher gefragt. Ja, wir haben auch bei den letzten Weltklimakonferenzen nach dieser Einschätzung gefragt. Und es fiel immer gleich aus. Also immer um die rund 85 bis 90% sagten in den letzten Jahren, dass sie keine großen Erwartungen haben an den Ausgang dieser Weltklimakonferenz. Jetzt ist ja diese Klimakonferenz ein bisschen anders, weil zum ersten Mal das Thema Loss and Damages draufkommt. Also dass tatsächlich die Industriestaaten dafür zahlen, dass sie die Welt verschmutzen und die Entwicklungsländer darunter leiden. Wie sind da die Meinungen zu? Also die meisten Befragten sind der Meinung, dass die Industriestaaten, die ja eben hauptsächlich verantwortlich sind für die Klimaschäden, mehr zahlen sollen an ärmere und stärker betroffene Länder. 73% sagen das, nur 20% lehnen das ab, 7% sagen weiß nicht. Und bei dieser Einschätzung sind sich die Befragten auch in allen verschiedenen Untergruppen sehr einig. Also alte, junge, jede politische Couleur. Also bei der politischen Couleur ist es so, dass wir bei den AfD-Anhängern sehen, dass die etwas kritischer eingestellt sind. Die sind gespalten in dieser Frage, ob die Industriestaaten mehr zahlen sollen oder nicht. Wie sieht es denn so aus, wenn wir darüber reden, das ist vielleicht so ein weiterer zusätzlicher Aspekt, wem wird denn sozusagen die Hauptaufgabe zugedacht, dass man was machen sollte? Die Bürger, die Politik, die Industrie selber? Also wenn wir hier auf Deutschland schauen und nachfragen, tun denn die Unternehmen, tut die Politik, tun die Bürger zu viel, zu wenig gerade richtig für den Klimaschutz, dann haben wir in allen drei Kategorien eine Mehrheit der Befragten, die sagen, es wird zu wenig getan in allen Bereichen. Okay, da ist also auch eine große Einigkeit. Gibt es denn auch so eine große Einigkeit bei dem Aufregerthema in diesen Tagen? Die Klimaaktivisten machen ja mit sehr, sehr drastischen Aktionen auf sich aufmerksam, kleben sich an Bilder an Museen und machen damit den Protest wirklich absolut greifbar und sichtbar. Was denken die Deutschen dazu? Ja, wenn es um solche Aktionen geht, wo zum Teil das öffentliche Leben lahmgelegt wird, dann haben wir auch eine sehr einmütige Einstellung der Befragten. Wie Sie sehen hier, 83% sind der Meinung, das geht zu weit. 14% sagen nein, 3% weiß nicht. Und auch hier haben wir ganz ähnliche Einschätzungen in allen Untergruppen. Also auch politisch sind auch die Anhänger der Grünen oder jüngere Menschen, sind die auch der Meinung, das ist jetzt nicht das intelligenteste aller Mittel? Also die meisten schon, wobei diese Ablehnung, dass das zu weit geht, nicht ganz so stark ausfällt bei Grünen-Anhängern oder eben bei unter 30-Jährigen. Da haben wir dann eine Mehrheit von 2/3, die sagen, das geht zu weit. Andrea Wolf, herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir schauen gleich noch einmal auf politische Entscheidungen, die auch in dieser Woche gefallen sind. Ja, die Laufzeitverlängerung für 3 Atomkraftwerke, die wurde heute beschlossen im Bundestag mit den Stimmen der Ampel, allerdings eben auch versehen mit einem Zeitstempel. Andrea Wolf, das war ein sehr umstrittenes Thema, insbesondere in der Ampelregierung, aber auch die Opposition hat sich da reingehakt. Wie gehen denn die Deutschen damit? Die Deutschen haben seit mehreren Monaten in dieser Frage eigentlich eine sehr klare Einstellung. Und zwar sind die meisten dafür, dass die Atomkraftwerke länger betrieben werden. Wir sehen jetzt hier in der Grafik, dass nur 9% der Meinung sind, die Atomkraftwerke sollten zum Jahresende wie geplant abgeschaltet werden.
Der Beschluss jetzt im Bundestag, bis Ende April die Atomkraftwerke weiter zu betreiben, den unterstützen 35%. Und wie gesagt, eine Mehrheit von 54% ist allerdings der Meinung, die Atomkraftwerke sollten über diesen Zeitpunkt hinaus länger betrieben werden. Wann haben Sie gefragt? Das sind aktuelle Zahlen? Das sind aktuelle Zahlen aus dieser Woche. Wir haben von Dienstag bis Donnerstag telefonisch befragt. Also das ist jetzt eine politische Entscheidung, wo die Mehrheit der Bevölkerung nicht mitgeht. Wie sieht es denn bei der anderen großen Entscheidung aus? Wurde gestern gefällt, das Bürgergeld hat die Koalition beschlossen, insbesondere ein Herzensanliegen der SPD. Sind damit die Deutschen zufrieden, sagen ja, das ist jetzt endlich mal nötig gewesen? Na, auch hier gibt es eher Kritik. Denn es sagen nur 35%, das neue Bürgergeld finde ich gut. 58% finden es schlecht, 7% sagen weiß nicht. Und an diesem Bürgergeld gab es ja auch viel Kritik, auch von Seiten der Union, dass es eben zu wenig Anreize gibt, um sich einen neuen Job zu suchen. Und zwei Drittel der Befragten sind der Meinung, diese Kritik ist berechtigt. 26% finden sie nicht berechtigt, 6% sagen weiß nicht. Also auch hier eher eine doch kritische, nicht unbedingt mitgehende Haltung. Also da geht die Bundesregierung nach diesen Zahlen eher an den Wünschen der Wähler und Wählerinnen vorbei. Ja. Wenn wir jetzt mal auf diese berühmte Sonntagsfrage gucken und sagen würden, wenn jetzt nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, spiegelt sich das dann auch in den Zahlen nieder? Wir haben relativ wenig Bewegung bei der Frage, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, wen würden Sie dann wählen? Die SPD bleibt wie in der letzten Umfrage bei 19%, die Union bei 28%. Leicht zulegen könnten die Grünen mit 22%. Verluste hätte dagegen die FDP -1,5%. Die AfD bleibt bei starken 15%, die Linke bei 5% und die anderen Parteien zusammen bei 6%. Das muss man ganz schnell rechnen. Für wen würde es reichen, zusammen zu regieren? Also wenn wir nur zwei Parteien mal ins Auge fassen, dann würde es reichen für Union und Grüne. Wir hätten im Moment auch keine Mehrheit für die Ampel. Es gäbe auch keine Mehrheit für eine große Koalition. Von daher wäre das im Prinzip die Alternative im Moment. Konnten Sie auch herausfinden, warum die FDP so schwach ist? Also die FDP verliert zum zweiten Mal in Folge. Bei der FDP ist es so, dass sie ja doch eher als Partei der Besserverdienenden mit wahrgenommen wird. Und in dieser Phase, in der wir jetzt sind, Energiekrise und auch die Diskussion, ob Vermögende stärker besteuert werden sollen, wogegen die FDP sich jetzt ausgesprochen hat, ist das wahrscheinlich eine Einstellung, die nicht gerade gutiert wird von den Befragten. Finden sich denn eigentlich, Sie fragen ja auch immer so nach den beliebtesten Politikern, haben wir jetzt keine Grafik zu, aber sind die Ampelpolitiker weit vorne? Findet sich jemand von der FDP da oder gar der Bundeskanzler? Also wir haben bei der Frage, welcher der 10 wichtigsten Politiker wie beliebt ist, steht im Ranking ganz oben das erste Mal Annalena Baerbock, dann folgt Robert Habeck und an dritter Stelle erst Olaf Scholz. Und er hat in dieser Woche auch an Ansehen eingebüßt. Also für ihn fällt der Wert schlechter aus als letztes Mal. Auch die Einschätzungen, wie er seine Arbeit macht und ob er Deutschland gut auch durch diese unsicheren Zeiten führt, die fallen sehr mittelprächtig aus. Also rund die Hälfte der Befragten ist der Meinung, er macht das nicht. Die andere Hälfte meint, er macht es schon. Aber ein großer Vertrauensvorschuss ist es nicht. Heute kann denn der Oppositionsführer gewinnen, Friedrich Merz? Auch Friedrich Merz ist bei uns im Negativbereich, erhält also negative Noten und das auch schon die letzten Monate. Das heißt, auch die Union kann von dieser eigentlichen Schwäche der Ampelregierung nicht stark profitieren. Und wenn man fragt, ob die Union an der Regierung ihre Arbeit besser machen würde, dann meint eine Mehrheit, es gäbe keinen großen Unterschied. Ja, interessante Zahl mit wirklich dahinter liegenden Informationen. Andrea Wolf, herzlichen Dank, dass Sie und die Forschungsgruppe Wahlen wieder dort hineingeschaut haben.